Liebe von hier ist euer Steinwallen, zurück hier bei unserem Borgward, der inzwischen 52 Jahre alt ist und vorhat, jetzt hier sein Reich in Frieden und Wohlstand weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen Reichtum investieren in die Ausbauten der verschiedenen Domänen. Das gucken wir uns gleich mal an. In dem Zusammenhang habe ich gesehen, dass wir idiotischerweise immer noch unseren Kämmerer die Bauaufsicht gegeben haben in Arkashus. Ich glaube, da ging es damals um die Kathedrale. Nun gut, wir lassen ihn mal das Reich verwalten. Das passt jetzt besser in dieser Situation. Soweit, so gut. Dann habe ich gesehen, bei unseren Intrigen, die wir kennen, da gibt es mal wieder einen katholischen Abt, der einen Mord unternehmen will. Und das heißt, wir greifen wieder in dieser Situation ein und werden ihn einkerkern. Ja, da ist er. Hinter Schloss und Riegel, und damit müsste die Sache dann auch vom Tisch sein und vor allem müsste das eigentlich neu zu vergeben sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Ist der jetzt hier... Ich weiß gar nicht, welche Abtei war das jetzt? Finde ich vermutlich jetzt nicht mehr so schnell raus. Hier gibt es ja einige. Ich hoffe, wir haben was Gutes getan durch diesen Schritt. Okay, nee, dann lasst uns mal kurz gucken durch hier unsere Domänen, wo wir am besten jetzt weitere Ausbauten machen können, die natürlich alle relativ teuer sind. 1000 ist jetzt auch nicht so übermäßig viel. Ich werde erstmal nochmal günstige machen, zum Beispiel hier den Milizübungsplatz ausbauen. Was haben wir hier in Förde? Ja, da gibt das Burgstädtchen, das ist sowieso gut. Da können wir investieren im Bergenhus. Ist vermutlich auch gut ausgebaut. Nee, da ist noch mehr drin. Da nehmen wir dann mal die Kasernen auf die nächste Stufe. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Geld. Hammerhus. Und, was ist hier? Milizstelle. Bauen wir hier nochmal Uniburgbefestigung auf die nächste Stufe. Das machen wir. Hier auch die Burgbefestigung. Und zu guter Letzt haben wir ja noch diese neue Baronie hier unten. Aber da ist schon gut investiert worden. Das lassen wir mal. Hier werden wir nicht weiterbauen. Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut was getan. Unsere Leute entziehen auf jeden Fall immer noch fleißig Titel von unliebsamen Vasallen. Graf Kettelmund, das ist vor allem... Übrigens, das habe ich nicht mitbekommen, aber Graf Kettelmund hat diese Schlacht hier verloren. Oder diesen Krieg verloren hier gegen den König von Pommern. Ich brachte meine Ansichten über das ganze Religions- und Gotteszeugs etwas zu laut vor, was mir mal einige Ärger mit einem Priester einbrachte. Gott ist tot? Glaubst du das jetzt wirklich? Passt nicht so richtig mit der Geschichte zusammen, die wir erlebt haben. Ich esse heute mit Grimm zu Abend und wir haben viel zu trinken. Es ist schön, doch was mir am meisten bezaubert, ist Grimm selbst. Weshalb sonst würde ich unsere Konversation weiterführen, die sich mittlerweile um beinahe ketzerisches Gedankengut dreht und die Erlösung durch Gott in Frage stellt. Okay, Grimm. Das ist ja erstaunlich. Was ist denn das für ein Gespräch? Also, ich würde mal sagen, er denkt ja die ganze Zeit darüber nach. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Denkverbote ausspricht. Insofern, ihr haltet das für ein fantastisches Gespräch, ob nun der Alkohol verantwortlich ist oder nicht. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir jetzt sofort dieser Meinung sind, aber es war sicher ein gutes Gespräch über Gott und so weiter. Bei einem Spaziergang über die Palisaden meines Heims schließt sich mir Grimm an. Ich bemerke, dass ich vielen Konzepten, die er mir vorstellt, zustimme. Die Sinnlosigkeit von Gebeten ist mir dabei besonders geläufig. Plötzlich wendet er sich zu mir und drückt mir einen kleinen Lederbeutel in die Hand. Mein Fürst, werdet ihr das zu eurem Schutz bei euch tragen? Ja, Ja, warum nicht? Also wir haben schon alles Mögliche gesehen. Ja, ich werde es aufbewahren und ich danke dir, Grimm. Was, wenn ich euch sage, dass alles, was ihr glaubt zu wissen, eine Lüge ist, fährt Grimm fort, blickt vorsichtig um sich, krempelt den Ärmel hoch und offenbart eine Tätowierung, nein, eine Narbe in Form eines Pentagramms. Gott lügte Adam im Garten von Eden an, lehnt die tyrannische Gottheit ab und lasst euch von
Luzifer führen. Warte mal, ihr ein Hexer könnt ihr mein Kind heilen? Was ist denn das? Wie? Warte mal. Haben wir ein krankes Kind? Ist Philipp krank? Nee. Gut, ach so, weil wir glauben, dass er besessen ist, möglicherweise. Oder haben wir... Wie ist es mit unseren anderen Kindern? Ingeborg? Ingeborg ist auch nicht krank. Oh, um Ingeborg... Ach so, die hat schon Gatten. Ja, stimmt, ja, den Prinzen von Irland. Tja, Leute. Also, es gibt jetzt so verschiedene Aspekte, die jetzt hier so miteinander zusammenwirken. Einmal natürlich seine Sehnsucht nach Wissen. Wir haben uns zwar die ganze Zeit eingeredet, die wäre jetzt gestillt und er kümmert sich jetzt nur noch um den Aufbau des Landes. Aber vielleicht gibt es plötzlich, er ist ja auch, weil er alles, er ist so ein bisschen so Dr. Faust-mäßig. Er hat alles studiert, er hat den hermetischen Zirkel durchlaufen bis nach oben, hat ihn dann verlassen, weil es nichts Neues mehr gibt und hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt. Und nun gibt es möglicherweise die Gelegenheit, neues Wissen zu erfahren. Hinzu kommt noch das, was wir eben erlebt haben, dieser Wunsch, unsterblich zu werden oder die Angst vorm Tod. Als Zyniker hatte er sowieso immer eine gewisse Distanz. Gut, das mit dem Fratizellischen richtet sich so gegen die Amtskirche. Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich glaube nicht, dass er das in dem Sinne betreiben wird, dass er irgendwelche Blutmagie betreibt oder so. Ich glaube, das darf jetzt nicht ins Grausame. Ich weiß nicht, ob das geht. Das darf jetzt nicht ins Grausame übergehen. Aber beim Versuch, doch irgendwie Wissen zu erlangen? Versuchen wir es mal. Wir können immer noch aussteigen, wenn es zu fett wird. Ihr ein Hexer, könnt ihr mein Kind heilen? Vielleicht wegen der Gerüchte. Vielleicht glaubt er die so halb doch oder hat das immer im Hintergrund. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn ihr euch dem Satan opfert, wird er euch Macht schenken, die euer sogenannter Gott uns Menschen nie zugestehen würde. Ich berühre den Lederbeutel in meiner Tasche und nicke langsam. Ich denke, es wird euch gefallen, sprach er mit einem wissenden Lächeln. Okay, wenn ihr mein Kind heilen könnt, dann nutze ich es. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was er damit meint. Meint er die toten Kinder oder meint er die Besessenheit von Herzog Philipp? Ansonsten ist er nämlich nicht krank. Na gut. Okay, also hier spielt jetzt das Kind irgendwie so eine große Rolle. Für mich spielt jetzt eher das Wissen so eine große Rolle. Okay, das muss ich irgendwie mal ausschalten. Dass uns das immer so angezeigt wird, ist eigentlich Quatsch. Das machen wir mal so. Gut, irgendjemand ist wieder zum Glauben übergetreten. Sehr schön. Und wir sind bei Kettelmund angekommen. Das Fest geht los. Was der wohl sagen würde, wenn wir das machen. Es ist einige Zeit her, seitdem Grimm mich das letzte Mal kontaktierte. Ich habe über seine Worte viel nachgedacht. Gott sprach zu Adam, dass er sterben würde, wenn er die verbotene Frucht isst. Gott log. Die Priester in der Kirche lügen. Okay, warum müssen wir die Bedürfnisse anderer den unseren voranstellen? Wir würden dann wohltätig verlieren. Aber warum sollten wir das tun? Nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Da gibt es keinen Grund für. Ich habe mich von schönen Reden einlullen. Lassen wir warten mal auf den nächsten Kontakt. Aha, es wird wieder gespielt bei Kettelmund und wir verlieren. Ein Frederik ist verbessert. Kriegskunst erhöht. Sehr schön. Meine Hoffrau Güte hat mich vorsichtig auf die katholische Überzeugung. Wir werden ja nach wie vor in die Debatten gehen. Das ist okay. Und hier... Ah. Er hat Graf Erik von Rugaland überzeugt. Aber ist das denn überhaupt noch nötig? Das war doch ein anderer Graf. Der hat, glaube ich, geerbt. Ich glaube, das Thema ist nicht mehr. Wir müssen mal gucken. Also ich finde eigentlich das gut, dass er weiterhin irgendwo Stimmung macht. Wir gucken mal, wie es aussieht mit den Meinungen.
Wir haben nur noch Eustein, der eigentlich eine schlechte Meinung von uns hat. Der wird aber auch bald sterben dort auf Island. Aber warum eigentlich nicht? Wir können da nochmal unseren Kanzler hinschicken. Gut, weiter geht's. Das Feiern und Zechen ist vorbei, zumindest für den Moment. Und es hat Spaß gemacht. Wir sind zu 30% nicht mehr depressiv. Doch, wir bleiben depressiv. Okay. So, wir haben wieder jemanden überzeugt vom Fratizialismus. Sehr gut. Und auf meiner Zimmertür ist diesen Morgen eine kryptische, im Blut geschriebene Nachricht erschienen. Die Wachen sagen, sie hätten in der Nacht keinen Eindringling entdeckt und ich wage es nicht, meinen Hofkaplan darauf anzusetzen. Aber ich denke, ich verstehe auch so das Pentagramm, das Zeichen des Teufels. Puh. Okay, gut, wir ritzen das Symbol, das euch Grimm gezeigt hat, in den Arm. Gut, das machen wir noch. Das betrifft jetzt erstmal nur uns. Und es geht natürlich darum, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Das ist klar. Das ist uns schon klar, ein Pakt mit dem Bösen. Aber es geht um Wissen. Ne? Das ist so eine Dr. Faust-Geschichte, so ein bisschen. Vielleicht. Der ja am Ende auch versucht, irgendwie da aus der Nummer wieder rauszukommen. Falls das so passiert. Oh! Okay, alles klar. Es geht tatsächlich um den Zirkel des dunklen Fürsten, dem wir nun beitreten. Es ist ein bisschen erstaunliche Entwicklung, wenn wir jetzt gerade an seinen Sohn denken. Vielleicht trifft er ihn dort wieder. Das wäre irgendwie ganz lustig. Ja. Und noch sind wir nicht beigetreten. Aber stellt euch das mal vor. Ja, ich mag gar nicht dran denken. Okay, ach Gott, dieser Rivale, der uns eigentlich nicht interessiert. Ich habe eine faszinierende Frau am Hof kennengelernt. Diese Cecilia ist offenbar eine Diplomatin aus dem Ausland. Ich habe mich mit ihr heute zum ersten Mal unterhalten und wir haben lange über Truppenaufstellung gesprochen. Ich war schockiert, als sie ihren Ärmel vorsichtig hochkrempelte und das Zeichen des Luzifers offenbarte. Was, eine Hede? Ist das schon am Start? Oha. Gräfin Cecilia, jetzt enttarnt sich langsam alles, was hier los ist, möglicherweise. Du bist der Bote. Sie lächelt. Ich bin hocherfreut zu sehen, dass du nicht nur charmant bist, Borgward, sondern auch einen intelligenten Diskurs führen kannst. Dem Zirkel liegt viel am Streben nach Wissen und nach mehr irdischen Gelüsten. Ihr Lächeln wird zu einem Grinsen, als sie weiterspricht. Wir werden bald sehen, wie ernst du es wirklich meinst. Ich? Was soll ich tun? Cecilia führt mich zu meinem Schlafgemach. Das Zimmer erstrahlt im Kerzenlicht und verhüllte Gestalten stehen im Zimmer und singen im Einklang. Hab keine Angst, Bruder, dein Bestreben ist es doch, Satan, das volle Ausmaß deiner Ambitionen zu zeigen. Puh, okay, wir nehmen an dem Ritual teil, wir wissen nicht so richtig, was uns erwartet. Und dem Alter. Als ich erwache, sind die verhüllten Gestalten fort und Cecilia liegt neben mir, ihre Mundwinkel zu einem Lächeln zugespitzt. Willkommen beim Zirkel, Borgward, sagt sie. Ich drücke sie fest an mich und frage mich, wie ich auf diesen Moment zurückblicken werde. Ich würde mal sagen, das war ein notwendiges Übel. Ja. Halt. Aber nur so treten wir dem Zirkel bei, wenn wir das Erste sagen. Nee, wir treten auch so bei. Das war Quatsch. Wir wollen nicht mit der befreundet sein. Wir haben ein konkretes Ziel und wollen hier nicht mit irgendwelchen halbgaren Weibern rummachen. Also, das war ein notwendiges Übel. Sie ist jetzt mega enttäuscht. Okay, was ist hier los? Ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln eure Vasallen von der Verschwörung. Okay, um wen geht's? Um Graf Gunnar? Hat er irgendwelche Verschwörungen? Ist er irgendwo mit am Start? Ich glaube, der ist keine Gefahr, aber wir können mal kurz fragen. Religiöse Konversion. Na gut, dann. Obwohl, sind wir eigentlich noch in dem Maße daran interessiert, wo wir jetzt diesen neuen Weg haben? Bin ich mir nicht ganz sicher.
Wir unternehmen jetzt nichts. Christina Hede möchte Östen Magnusson töten. Warum sagst du mir das? Das sagst du mir doch sonst nicht. Ankunft einer Mystikerin. Priester Kettilmund führt euch zögerlich zu seiner Kammer. Ah, jetzt geht's um das ewige Leben. Wirklich äußerst unorthodox, Meister, doch ich kann euch versichern, dass alle unsere Nachforschungen uns just zu dieser Dame führen, die ihr nun treffen werdet. Sie hat eine weite Reise hinter sich, aus fernen Landen, weit im Osten, um euch zu treffen. Diese Dame ist wahrlich bemerkenswert, wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt. Ihr fragt Graf Kettilmund nach dieser geheimnisvollen Dame und ihren Kenntnissen, aber er weicht euch aus. Es sei am besten, ihr würdet all dies direkt von ihr selbst erfahren. Okay. Rotia erscheint. Und Befehlshaber wird verbessert, denn... Also jetzt gibt es hier zwei Linien, die hier aktiv werden. Verlobte können heiraten. Humbert von Bregenz und Asta. Wir gucken kurz. Matrimonial geht nicht. Ja, dann sollen sie heiraten. Unsere Schwester. Endlich ist der Typ volljährig geworden. König von Bayern. Ja, der hat es geschafft. Alles klar, hätte ich sowieso noch mal gucken sollen. Meldet sich. So, es sieht aber so aus, als ob, ich glaube, unser Herzog sich so ein bisschen übernommen hat, denn die Schweden scheinen zusammen mit den Italienern zu kämpfen. Gut, jetzt haben wir Jotia die Sanfte. Eine Neunjährige. Theravada buddhistisch. Okay. Eine Brahmanin und Mystikerin. Zwar hattet ihr euch die angebliche Mystikerin sehr jung vorgestellt, mit einem Kind jedoch hattet ihr nicht gerechnet. Anfänglich verspürt ihr den Impuls zu lachen. Wer ist dieses merkwürdige Kind? Trotzdem wird euch innerhalb weniger Minuten klar, dass Rotia kein gewöhnliches Mädchen ist. Ihr Benehmen ist derart vernünftig, dass es euch beinahe unheimlich ist. In einer Sprache voller Symbole und Andeutungen erzählt sie von fernen Ländern und Zeiten. Es ist merkwürdig, derartige Worte aus dem Mund eines Kindes zu hören, und doch erzählt sie es so, als habe sie all dies leibhaftig erlebt. Sie verspricht, noch mehr ihre Kenntnisse preiszugeben, wenn ihr sie als Lehrerin akzeptiert. Ja, klar, dann gehen wir jetzt diesen Weg. Wir verlieren PT, das ist uns ziemlich egal. Und wir bekommen die Eigenschaft Sympathie für östliche Religionen. Okay, ein ganz neuer Kulturkreis, mit dem wir dort in Kontakt kommen. So, Sommerfest, das wollen wir alles nicht. Alles andere ist jetzt nicht für uns interessant. Es tut sich hier sehr viel bei den Intrigen. Da müssten wir eigentlich immer mal vorbeigucken, ob es jemanden betrifft, der jetzt wirklich wichtig ist. Östen ist unser Neffe. Christina, unsere Nichte. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Das sind alles Hedes, die sich gegenseitig umbringen wollen. Und viele No-Names, die uns eher wenig interessieren. Sumalidi. Nee, hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir eingreifen. Gregas. Wir gucken mal, ob wir das beenden können. Ja, das geht. Sumalidi ist unser Freund. Da muss was getan werden. Gut, ernstzunehmende Bedenken. Eines Abends sucht euch Prinz Philipp nach dem Abendessen auf. Er beginnt eine Unterhaltung über den Zustand des Handels im Reich, doch bemerkt, dass er beunruhigt wird. Ihr unterbrecht Philipp und verlangt zu erfahren, warum er euch aufgesucht hat. »O Vater, ich fürchte um euer Leben«, sagt er mit ernster Stimme und ergreift eure Hand. »Wer ist diese gotteslästerliche Heidin, die ihr an euren Hof geladen habt? Ihre Versprechen sind zweifelsohne süß.« Doch ihr dürft ihr kein Vertrauen schenken. Bitte, Vater, lasst mich ihre wahren Motive erkunden, bevor es zu spät ist. Also ich denke, er schätzt seinen Sohn sehr. Der ist ja auch unglaublich talentiert. Wird auch immer besser. Insofern erlauben wir Nachforschung anzustellen. Klar. Klingt erstmal wie eine vernünftige Forderung. So, den haben wir jetzt erstmal überzeugt, dass das Quatsch war, was er da gemacht hat. So weit, so gut.
Ja, warum sind die Schweden so stark? Wo haben die so viele Truppen her? Oder sind das gar keine schwedischen Truppen? Na, die Sache scheint jetzt vorbei zu sein. Der Krieg ist beendet. Enorm. Ein heruntergekommener Mann. Seite an Seite geht ihr mit Rotia durch die Hauptstadt und geduldig erklärt sie euch die Wirkprinzipien der Reinkarnation und Unsterblichkeit. Borgward, mein Freund, beachtet, dass Karma nicht nur durch das Handeln entsteht. Alles, was ihr sagt, denkt und herbeiführt, ist ebenfalls Karma. Durch gute Taten erhaltet ihr Früchte voller Süße, Punya, während Böses euch Pap, verdorbene Früchte einbringt. In einer heruntergekommenen Gasse angekommen, trefft ihr auf einen in Lumpen gekleideten Mann, der in einem Hauseingang sein Lager aufgeschlagen hat. Als ihr näher kommt, wird der Gestank von Alkohol und Erbrochenem schier unerträglich. Chotia berichtet euch, wie der Mann um seine Ersparnisse betrogen in Verzweiflung endete, während die Obrigkeit gleichgültig zusah. Eine Welle des Mitgefühls erfasst euch angesichts seines Schicksals. Wir sind ja auch wohltätig, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Dann würde ich sagen, ich leide mit diesem Mann, ich werde ihm sein verlorenes Geld ersetzen. Ganz schön viel, was er verloren hat. Süßeste Frucht. Rotia nickt zufrieden, als ihr neben dem Mann niederkniet und ihm eure Börse reicht. Die Frucht der guten Gedanken und Taten ist wahrhaft süß, mein Freund. Akte der Mildtätigkeit bringen eurem Herzen Frieden und so nähert ihr euch um einen weiteren Schritt Erleuchtung. Ihr seid wahrhaftig ein gerechter Herrscher. Ich finde das echt skurril, dass es jetzt quasi so zwei verschiedene Parallelentwicklungen gibt, wenn die wüsste, was er auf der anderen Seite treibt in diesem Zirkel. Auf dem Nachhauseweg fühlt ihr, dass euch leichter ums Herz geworden ist. Aufmerksam lauscht ihr den Gedanken von Rotia und versucht, jedes einzelne Wort im Gedächtnis zu behalten. Vielleicht ist sie wirklich die Heilige, auf die ihr gewartet habt. Ich werde von heute an alle Menschen gerecht behandeln. Okay. Wir sind gerecht und vielversprechende Schüler. Interessant, Leute. Gut, wir machen an dieser Stelle eine Pause und das droht ja extrem spannend zu werden, was jetzt hier passiert. Wer hat mehr Einfluss? Ich könnte mir vorstellen, wenn Chotia mehr Einfluss hat, dann kann es sein, dass er den Zirkel wieder verlassen wird. Wenn im Zirkel plötzlich sich irgendwie was Großes offenbart, dann beendet er vielleicht den anderen Weg. Also ich denke, er ist gerade noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Wohin auch immer. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.